Herzlich willkommen in der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen hier in Salzburg im Stadtwerk Areal im Salzburger Stadtteil Lehn. Regelmäßig haben wir hier spannende Gäste und wie der Name unserer Einrichtung es sagt, Bibliothek für Zukunftsfragen, geht es bei uns um zukünftige Entwicklung. Darüber haben sich schon lange Menschen Gedanken gemacht, aber sehr schnell stellte sich die Frage, wie man eigentlich über die Zukunft spricht. Wie kann man das eigentlich? Wie kann so etwas Sinn machen, vernünftig, geschweige denn wissenschaftlich über die Zukunft zu sprechen? Darum geht es heute bei der Montagsrunde in der Robert-Jungk-Bibliothek, die in wenigen Minuten beginnen wird. Für die Zuseherinnen und Zuseher von FS1 und die Personen, die dieses Gespräch nicht direkt verfolgen können, haben wir den Referenten vor die Kamera gebeten. Heute ist bei uns Achim Ebersbecher. Achim Ebersbecher ist aus Den Haag angereist. Und in Den Haag arbeitet er als Berater für innovative Energieprojekte. Sein Hintergrund ist aber aus dem Herzen der Zukunftsforschung. Er hat eines der wichtigsten Bücher dieses Jahrzehnts über die Zukunftsforschung geschrieben. Das Projekt Futurologie. Futurologie, ein Kernbegriff der Zukunftsforschung in der Zeit nach 1945. Wichtige Akteure, großer Einfluss zeichnete diese Bewegung aus. Aber was war Futurologie eigentlich? Was kann sie uns heute noch sagen? Futurologie. Achim Ebersbecher, herzlich willkommen in der Robert-Jungk-Bibliothek. Vielleicht am Anfang nur kurz die Frage, was ist Futurologie? Futurologie ist, wenn man es fachlich angeht, ist es die Idee, der Anspruch, die negativen Folgen, die problematischen Folgen des naturwissenschaftlich-technischen Fortschritts in den Griff zu bekommen, mit Mitteln, die genau dieser gleiche technisch-naturwissenschaftliche Fortschritt bereitstellt. Futurologen sind in gewisser Weise die Vorläufer von Technikfolgenabschätzern. Und ich kann dadurch ein Beispiel bringen, wodurch ein bisschen plastischer wird, diese abstrakte Geschichte. Die Technikfolgenabschätzung interessiert sich nicht so sehr für Innovationen selber, sondern für die unerwarteten Folgen, vor allem für die unerwarteten gesellschaftlichen Folgen. Und ein Beispiel dafür ist der Rollkoffer. Wir können uns beide noch daran erinnern, in den 90er Jahren, da hat es die noch nicht gegeben. Wenn man verreist ist, hat man einen Rucksack mitgeschleppt oder einen Koffer mitgetragen. Die Rollkoffer gibt es erst später. Seit den 2000er Jahren zieht jeder am Bahnhof diese Dinger hinter sich her. Was ist eine Folge, die Samsonite oder wer auch immer den eingeführt hat, überhaupt nicht erwartet hat? Die Leute nehmen sehr viel mehr Sachen mit, was einfacher ist, weil sich es leichter transportiert. Und inzwischen müssen deswegen die Wagen von den Zügen größere Gepäckfächer haben. Die Gepäckfächer, die werden nicht mehr fertig mit den ganzen Rollkoffern. Wenn man in die neuen ICEs schaut von der Deutschen Bahn, das sind riesige Gepäckabteile inzwischen, die neuen Wagen. Das ist so eine unerwartete Nebenfolge von einer Innovation. Für sowas interessieren sich heute die Technikfolgenabschätzer und für sowas Vergleichbares hätten sich auch die Futurologen interessiert. Futurologie war das Abschätzen von Auswirkungen von technischen Innovationen oder war es sogar mehr als das? Es war schon mehr. Also dieses Abschätzen von den Folgen von Innovationen ist die Grundidee. Aber es ist natürlich ein großes Paket drumherum. Der Anspruch war da, das methodisch zu machen, das wissenschaftlich zu machen. Es war immer die Idee da, die Futurologie ist ja zusammengesetzt aus Futurum, Lateinisch das Zukünftige und Logie, Logos, Griechische die Lehre, die Wissenschaft. Sollte eine Wissenschaft sein, die auch wirklich an Universitäten, in Forschungsinstituten institutionalisiert sein sollte. Es sollte auf jeden Fall sehr politisch präsent, politisch relevant sein. Politikberatung von Anfang an und durchgehend ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Hat auch gar nicht schlecht geklappt eine gewisse Zeit lang. Und es sollte gesellschaftlich präsent sein und auch das hat ganz gut geklappt. Ein Beispiel, Robert Jungks Buch Die Zukunft hat schon begonnen. Da hat Norbert Müller hat mal geschätzt, die Gesamtauflage auf ungefähr 4 Millionen. Das ist verglichen mit dem meistverkauften, meistdiskutierten Sachbuch, was ich mitgekriegt habe, bewusst von Sarrazin, Deutschland schafft sich ab. Das waren ungefähr 1,5 Millionen. Also Robert Jungk fast Faktor 3 Sarrazin. Unglaubliche Verkaufszahlen. Mhm. Robert Jungk, dessen Bibliothek wir hier sind, war sehr kritisch gegenüber möglichen Folgen technischer Innovationen. War diese Kritik an einer Nichtberücksichtigung von Auswirkungen von neuen Technologien sehr beschreibend für die Futurologie? War die Futurologie eine eher skeptische Art der Forschung? Ja, auf alle Fälle.
der Kern der Futurologie war dieser besorgte Blick auf problematische Folgen des naturwissenschaftlich-technischen Fortschritts. Beispiel: medizinischer Fortschritt sorgt dafür, dass die Bevölkerung enorm wächst, aber dann hat man wieder das Problem am Hals, die müssen ja alle ernährt werden, diese vielen Leute, die es dann gibt. Sowas ist typisch für die Futurologie und das ist das Gegenteil davon, wie Futurologie heute, wenn der Begriff überhaupt noch vorkommt, in den Medien verwendet wird. Heute, wenn es von Futurologie die Rede ist, dann denkt man eher an Städte auf dem Mars und Städte unter dem Meer und Atomautos und Raketenpost und solche Sachen. Unglaublich optimistische Schnapsideen eigentlich der 60er Jahre, aber genauso war es überhaupt nicht gedacht. Das heißt, es gibt so zwei Richtungen in der Futurologie oder in der Auseinandersetzung mit der Zukunft. Der Blick nach vorne, wir sollten Folgendes berücksichtigen, und der Blick nach vorne, damit können wir uns ein Paradies aufbauen. War das eine Konkurrenz oder ist das auch Hand in Hand gegangen? Das hat sehr gut zusammengepasst. Das Ideal war, diese problematischen Folgen vom naturwissenschaftlich-technischen Fortschritt in den Griff zu kriegen, aber mit Mitteln, die wiederum der naturwissenschaftlich-technische Fortschritt bereitstellen sollte. Also nochmal zu diesem Beispiel Bevölkerungsexplosion. Was war ein futurologischer Vorschlag, die Menschen zu ernähren? Agrarfabriken, Aquakulturen, auch um die Leute unterzubringen, neue Formen des Wohnens, neue Städtebauformen und so weiter. Es war immer die Idee, das auch hinzukriegen. Also löse die durch Technik verursachten Probleme mit noch mehr Technik. In der Technikgeschichte ist da häufig die Rede vom sogenannten Technological Fix für diese Denkrichtung, für diese Denkweise. Das klingt jetzt alles eigentlich sehr vernünftig und sehr genial. Es gibt eine Auseinandersetzung mit der Zukunft, die Technik von heute und wie sie sich entwickelt anschaut und die negativen Folgen berücksichtigt. Und eine zweite Linie, die trotzdem immer wieder innovative, positive Impulse setzt, die diese Kritik auch berücksichtigt. Trotzdem sprechen wir viel jetzt in der Vergangenheitsform von der Futurologie. Aber bleiben wir noch einmal in der Zeit der Hochzeit der Futurologie. Was waren denn da so Schlüsseldiskussionen, Erfolgshöhepunkte in dieser Zeit? Wir sind in der Zeit der 50er, 60er, 70er, 80er Jahre. Die Hochphase, die eigentliche Hochphase der Futurologie, die hat überhaupt nicht lang gedauert. Das war nur ungefähr Mitte der 1960er Jahre bis eigentlich 1972, wo dann die Grenzen des Wachstums veröffentlicht worden sind und dieses Buch noch erfolgreicher war als die futurologischen Veröffentlichungen und den Futurologen die Butter vom Brot genommen hat praktisch. Also diese Hochphase, das waren eigentlich nur 7, 8 Jahre, das kann man ganz gut sehen, wenn man zum Beispiel mal sucht nach den Begriffen, nach Wörtern mit dem Stamm Futurolog oder Zukunftsforscher in Zeit und Spiegel, das habe ich gemacht, dann sieht man eine Kurve, die einen riesigen Ausschlag hat für diese 7, 8 Jahre, davor gibt es gar nichts und danach wird es wieder ganz, ganz flach. Also eine kurze Zeit, was waren da Höhepunkte dafür? Wenn ich als Höhepunkt das ansehe, was öffentlichkeitswirksam war, dann war sicherlich der erste Höhepunkt die Veröffentlichung von Robert Jung, die Zukunft hat schon begonnen. Aber da ist das Wort Futurologie nicht drin vorgekommen. Das ist veröffentlicht worden 1952. Über viele Jahre ein unglaublicher Bestseller. Dann war ohne Zweifel eine erste sehr große öffentlichkeitswirksame Geschichte des Darmstädter Gespräch 1966. Das war im Herbst 1966. Über 1800 Zuhörer und absolute Schwergewichte des damaligen Wissenschaftsbetriebs, die diskutiert haben mit den Futurologen. Also da waren für die Futurologen waren Karl Steinbuch da und Robert Jung. Umgekehrt waren Leute da wie Helmut Schelsky oder Hermann Lübbe, die mit den Futurologen auf Augenhöhe diskutiert haben. Also das war auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Sicherlich noch die Systems 69 in München. Die Idee von Karl Steinbuch organisiert, auch Politiker zu erreichen. Und dann die Gründung von mehreren futurologischen Institutionen 1967, 68, die dann einige Jahre auch recht spektakulären Erfolg hatten in der Politikberatung. Die Bevölkerung hat das durchaus mitbekommen. Das war nicht etwas, das sich nur im Fachpublikum wieder gespiegelt hat, sondern auch Massenmedien haben das Thema aufgegriffen. Auf alle Fälle. Also das war
Ich finde es deswegen ein bisschen verwunderlich, dass heute so ein komisches Bild der Futurologie vorherrscht und das, wie die Futurologie wirklich gedacht war, eigentlich weitestgehend hinten runtergefallen ist. Das finde ich deswegen relativ erstaunlich, weil diese Ideen von meine drei Hauptpersonen waren Ossip Flechtheim, Robert Jungk und Karl Steinbuch, die sind überhaupt nicht im Elfenbeinturm, im stillen Kämmerlein aufgeschrieben und geäußert worden, sondern in Büchern, die Millionen, Hunderttausende Male verkauft worden. Anderes Beispiel als Die Zukunft hat schon begonnen ist von Karl Steinbuch, Falsch programmiert. Die alle drei sind unterwegs gewesen bei großen Veranstaltungen als Redner vom Deutschen Museum, auch bei Parteien, Karl Steinbuch bei der SPD, später bei der CDU, im Radio präsent, im Fernsehen präsent, in Massenmedien präsent, Robert Jungk vor allem mit Interviews auch in der Bunden und sonst wo. Da waren die sehr präsent und politisch waren sie auch präsent. Karl Steinbuch am Anfang vor allem, der war 1969 sogar im Gespräch als Wissenschaftsminister in der Bundesrepublik Deutschland, der neuen sozialliberalen Koalition, ist es dann nicht geworden. Und später waren Robert Jungk und Ossip Flechtheim für die Grünen, haben die sich ja engagiert. Diese Entwicklung muss dann jetzt zu einem Punkt gekommen sein, wo es Probleme gab. Auf der argumentativen Ebene. Noch einmal, wir haben gesagt, Futurologie ist ein Projekt, dass man aktuelle technische Entwicklungen fortschreibt und hinterfragt auf ihre Risiken. Und Futurologie als Praxis, neue Ideen zu schaffen und neue Projekte positiv zu entwickeln. Klingt ja logisch. Hm. Auf welche Kritik ist die Futurologie gestoßen? Wenn man es ganz idealtypisch macht, ist die Kritik aus zwei Richtungen gekommen. Es gibt einmal die theoretische Kritik. Die ist vor allem von Hermann Lübbe geäußert worden, die geht aber schon zurück auf Karl Popper. Der Kernpunkt der Kritik ist das sogenannte Popper-Theorem aus dem Elend des Historizismus. Das sagt, wir können ja eine ganze Menge wissen, aber eins können wir ganz sicher nicht wissen, was wir in Zukunft wissen werden, denn sonst wüssten wir es ja schon. Und dieses Popper-Theorem führt dazu, wenn man damit rechnet, der wissenschaftliche Fortschritt wird auch immer schneller, der Wissenszuwachs wird immer größer, dann kann man immer schlechter Aussagen über Zukünftiges machen, weil ja damit zu rechnen ist, dass in Zukunft immer mehr gewusst werden wird, was man heute nicht weiß, und das kriegt man einfach nicht gewusst. Und daher ist die Futurologie, die vorausschauende Seite der Futurologie, zum Scheitern verurteilt. Das ist diese theoretische Kritik. Dann hat es eine politische Kritik gegeben von Klaus Koch vor allem. Die hat sich dagegen ausgesprochen, dass die Futurologie nicht politisch genug gewesen sei. In gewisser Weise ein bisschen komischer Vorwurf, wenn man daran denkt, wie politisch präsent die Futurologen waren. Aber er hat den Futurologen vorgeworfen, sie haben sich in ihren Zukunftsentwürfen, in dem, wie sie vorausgeschaut haben, eben nicht beschäftigt mit Herrschaft, mit politischer Herrschaft, Governance wird heute meistens dazu gesagt. Und dadurch ist die Futurologie eigentlich ein Mittel, um die bestehenden Machtverhältnisse zu zementieren, weil die bestehenden Herrschaftsverhältnisse nicht hinterfragt werden. Das heißt, wenn man immer fragt, wie man die anstehenden kleinen, mittleren Probleme unserer Gesellschaft löst, vergisst man die Frage zu stellen, ob man nicht komplett anders leben will. Das kann man ungefähr so sagen. Oder wenn man immer nach den technischen Problemen fragt, dann vergisst man vielleicht, was denn eigentlich die großen gesellschaftlichen und politischen Probleme sein können. Also so eine Herausforderung an die Futurologie, Zukunftsforschung, auch manchmal das Grundsätzliche in Frage zu stellen und daraus zu überlegen, was in Zukunft sein kann. Nochmal das Popper-Theorem, habe ich das richtig verstanden? Wenn wir davon ausgehen, dass es immer mehr Wissen gibt, wird die Zukunft von Menschen gestaltet werden, die mehr Wissen haben als wir jetzt. Ja. Also können wir jetzt mit unserem Wissen nicht beschreiben, was die tun werden mit einem Wissen, das größer ist. Ganz genau. Muss man sickern lassen. Ist natürlich beides sehr, sehr interessante Kritik und mit Kritik muss man umgehen. Die Futurologie
ist dann immer schwächer und weniger präsent geworden, aber du argumentierst auch in deinen Arbeiten, dass es so etwas wie Kinder der Futurologie gibt. Was sind diese Kinder der Futurologie? Ja, ich würde sagen, es gibt zwei Nachfolger der Futurologie. Der eine davon ist nicht mehr so besonders präsent, so wie ich das heute sehe. Das ist die Trendforschung. Bekanntester Vertreter sicher Matthias Hawkes. Den gibt es noch, der hält auch noch seine Vorträge. Aber nach meinem Eindruck ist er in den Medien lang nicht mehr so präsent wie vor 10 Jahren. Das ist eigentlich eine große Werbegeschichte gewesen, diese Trendforschung. Also da ist wirklich drum gegangen, sehr, sehr publikumswirksam eigentlich Begriffe vor allem zu finden, Cocooning, das sich zurückziehen als neuen Trend. Das ist so ein Nachfolger, dessen Zeit eigentlich schon wieder vorbei ist. Die von dem anderen, die ist mindestens in Europa überhaupt nicht vorbei, das ist die Technikfolgenabschätzung, die in Europa sehr gut inzwischen institutionalisiert ist und auch sehr präsent ist und auch politisch präsent. Also es gibt praktisch einen einzigen genetischen Nachfolger der futurologischen Institutionen. Das ist das ITAS in Karlsruhe, Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse. Das ist der Nachfolger der Heidelberger Studiengruppe für Systemforschung, Helmut Krauch, auch eng zusammengearbeitet mit Robert Jung. Das ist daraus hervorgegangen und die machen heute Technikfolgenabschätzung. Und die sind auch politisch sehr präsent. Das hat einen Ableger in Berlin, das TAP, Technikfolgenabschätzung beim Bundestag, im Deutschen Bundestag. Und deren Leiter Armin Grunwald sitzt regelmäßig im Bundestag und präsentiert da seine Ergebnisse. Allerdings, die Leute in diesen Institutionen, die wissen sehr, sehr wenig von der Futurologie. Wenn man da was drüber erzählt, ist es denen relativ neu. Also die kennen ihre eigene Geschichte wenig. Ist hochinteressant. Vielleicht jetzt ganz kurz zum Abschluss. Robert Jung hat also hier eine Diskussion über die Zukunft mitgestaltet, die sich dann weiterentwickelt hat, auch ohne ihn oder neben ihm, mit ihm, gegen ihn. Was würdest du sagen, waren die drei positivsten Impulse, die von Robert Jung ausgegangen sind in diesen Jahrzehnten, die heute auch noch bis zu einem gewissen Grad spürbar sind? Das ist eine schwierige Frage, das auf drei Dinge zu konzentrieren. Ich gehe auch in meinem Vortrag nachher, der natürlich jetzt hier nicht dabei ist, auch darauf ein. Es sind diese Dinge rund um die wirklich eine Zukunftswissenschaft, da ist von Robert Jung nicht so viel übrig geblieben. Es sind eher diese Sachen in Richtung Bürgerengagement, Basisdemokratie, da ist mehr übrig geblieben. Die Zukunftswerkstätten gibt es natürlich, das brauche ich dir nicht zu erzählen, ihr macht die hier. Das ist was von Robert Jung, was es noch gibt. Wenn es um die sogenannte Citizen Science geht, also Beteiligung von Bürgern an Expertendiskussionen von meistens politischer Bedeutung, zum Beispiel um Umweltschutz. Da wird Robert Jung noch manchmal genannt, wenn es darum geht. Und in den Geschichten der heute wird es ja meistens als Future Studies, Zukunftsstudien bezeichnet. Da wird Robert Jung schon auch genannt, wo er so gut wie verschwunden ist, nach meiner Wahrnehmung, ist aus der Politik. Und gerade aus der Politik mit einem langen Zeithorizont, also da, wo es um, wenn man so schön sagt, die Zukunftsthemen geht, da ist Robert Jung kaum noch präsent. Mhm. Herzlichen Dank, Achim Ebersbech. Wir werden jetzt in der Montagsrunde weiter diskutieren über, was die Futurologie war und wie wir heute über die Zukunft reden. Hier in der Robert-Jung-Bibliothek sind das Fragen, die wir theoretisch diskutieren, aber auch praktisch diskutieren anhand von konkreten Themen, weil eines bleibt uns immer, wir müssen über die Zukunft reden. Damit wünsche ich noch einen schönen Tag aus der Robert-Jung-Bibliothek.